Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, nachdem in der letzten Folge und der ersten Folge zudem sich alles geändert hat, unser ruhiges Familienleben mit Frau und Kind, ja, sieht die Welt jetzt aus wie ein Trümmerhaufen. Es ist eigentlich traurig. Und der Internet ist nicht geladen. Naja. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier. Und ja. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Ich glaube, ich habe jetzt gerade den Fahrstuhl runterfahren lassen. Hoppala. Oder auch nicht. Ah, verdammt. Okay. Gut. Das war natürlich jetzt nicht geplant. So schnell wollte ich doch nicht mehr zurück in den Wald. Darf ich wieder hoch? Bitte? Ja, ich bin wieder hoch. Dankeschön. Ja, Wald verlassen, wir gehen zurück. Kein Bock aufs Ödland, gleich weg. Einfach keinen Bock aufs Ödland. Wir hauen wieder ab. Wir kriechen zurück in unser Loch und alles ist gut. Nee, natürlich nicht. So. Gibt es denn hier noch irgendwas zu holen, zu sammeln? Drücke Linksshift, um zu sprinten. Naja, hier will ich eigentlich eher noch nicht lang, bin ich ehrlich. Wir machen uns erstmal auf Richtung unser Zuhause. Und gucken, was uns da erwartet. Right away. Toaster. Nochmal right away. Red X. Naja. Was haben wir Schönes? Ein Ventilator. Creme. Ah, ein Kronkorken. Und Munition. Nichts mehr hier, nichts mehr dort. Dann machen wir uns jetzt fort. Ah. Alles tot, ne? Prepare for the future. Ja, ich glaube, das hat sich erstmal erledigt. Schlammbohnen. Nehmen wir mit. Essen ist wichtig. Naja. Wir packen mal die Waffe weg. Und haben Sanctuary entdeckt. Ah. Was heißt entdeckt, ne? Wir sind eigentlich wieder zurück. Geh nach Hause, sprich mit Cotsworth. Hallo. Ja,
ist es wirklich? Was ist denn passiert? Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Hört an, meine Frau. Sie kann nicht tot sein. Sie haben sie getötet. An einem besseren Ort. Mörder meiner Frau. Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen. Bewaffnet. Mit seltsamen Outfits. Nur Miss Roses Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unbeaufsichtigt zu lassen. Nicht wie in dieser Familie, Sir. Sie und ihre Frau sind ein so verantwortungsbewusstes Paar. Wo ist sie überhaupt? Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du Sean gesehen? Es ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn weggenommen. Er wurde entführt. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrichtet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal enthalten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Alles klar? Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Konzentrieren, hör auf, bleib bei mir. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann... Tja, ist alles geschehen. Hey, Schatz, zugefügt. Holoband. Das ist immerhin etwas. Ist nicht viel, danke. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir.
Man weiß nie, was man hier finden kann. Das wird ein Spaß. Reifenfußball. Soll mich das beeindrucken? Man reife mir die. Das war's schon. Nun, hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Warten Sie, meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Gott, wuppert mal hier. Hier ist ein Safe. Bewege die Maus, um die Haarklammer zu positionieren. Mit A drehst du den Schraubendreher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt auf den Widerstand, lass A los und positioniere die Haarklammer neu. Ach, das gute alte Schlösser knacken. Oh, Patronen, sehr gut. 10 mm Pistole. Bin einfach mal alles mit. Und daran muss ich mich gewöhnen mit. Ich hab wieder Zusammen. Hey, eine Melone. Wir können Steam hübsch machen. Steven, du siehst wundervoll aus. Bist ein hübsches Kerlchen. Plastikgabel, ne, brauche ich nicht unbedingt. Suche mit Cotsworth die Nachbarschaft ab. Ah, machen wir. Erstmal alles mit dem, was da so rumliegt. Gotzi, wo bist du? Hinten irgendwo. Zigarren. Ja, ja. Ein Feuerlöscher. Ja, den ganzen Scheiß lassen wir mal liegen. Kronkorkenvorrat. Auch nichts. Überall umgucken. Überall kann man sein. Wichtig, wichtig. Zum Beispiel Munition. Sauberer heller Anzug. Ein brauner Anzug. Gibt mir Charisma 2 Stück. Oh, ein Satz. Es ist immer auch dieser Vertreter. Ja gut, Steve ist ein Vertreter geworden. Easy. Vertreter für das Recht und Ordnung. Und sieht besser aus als dieser blaue Anzug. Bin ich ehrlich. Na, Katzi. Mr. Steven. Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Schon okay. Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Das ist eine Idee wert. Also unser Ziel ist Concord. Ah, Strohkissen. Oh, ich muss die Maus in Fähigkeit machen, ja, ein bisschen unterschrauben. Ein sauberes blaues Kleid. Ob das Team auch stehen würde?
Gibt es nur weniger Gewicht. Steam, du siehst wundervoll aus. Ja. Es wird so witzig werden, wenn ich Steam da unten irgendwelche Klamotten gebe. Ah, was haben wir denn hier? Einen Safe. Unter dem Kinderbett. Naja, die Spielzeuge müssen gut verwahrt werden. Ja. Erstmal alles mitnehmen, was mit dem es ist. Oh, was lag da runter? Stange Zigaretten. Ja, Zigaretten ist gut. Steam raucht zwar nicht mehr, aber. Tja, da würde ich sagen. Verlassen wir die Stadt, schon Concord. Rüstungswerkbank. Noch mehr Schrott, Schreibmaschinen. Ach, da ist Kotzwurf. Ein Stuff, den es hier gibt. Zu mitnehmen. Nö. Ein sauberes grünes gekleideten Mob. Okay, wir gucken uns das grüne auch mal an. Jetzt die auch, würde ich sagen. Aber ich würde die Resistenz erstmal wieder mitnehmen, weil sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus erstmal. Mehr ist hier nicht. Gut, dann Gott sei, ich bin unterwegs, ne? Aber ich brauche noch reingucken, ist aus. Wir können ja noch ein bisschen in die Häuser umgucken, ja. Coca-Cola-Flasche nehmen wir mit. Was ich auch habe, ich habe für das Spiel alle DLCs, ne, also wir werden hier sehr viel lange dran sitzen. Ist auch mein erstes Open-World-Game, was ich hier generell Let's Player. Deswegen seht's mir nach, wenn wir irgendwo hinrennen und ich irgendwo anders hinrenne. Ich habe die auch was. Ich ein bisschen was mit den einstellen, ist ja ein bisschen nervig mit diesen Wackeln hier. Empfindlichkeit fürs Umsehen. Ja, schon viel besser. Dieses Schnelldrehen ist ja ungeil gewesen. Wie gesagt, ich. Oh. Karo, Hemd und Hose. Ach. Wir schon dabei sind, hat am wenigsten Gewicht, ne? Und Charakter 2. Nee, ich werde angucken. Hallo. Steht Steam auch? Ich werde zu viel Klamotten testen hier, das wird geil. Wie gesagt, es ist mein erstes Open World Game. Deswegen seht's mir nach, wir werden nicht der Hauptstory nur strikt folgen. Wir werden mal da hinrennen, mal da gucken, mal da was machen und da mal hinrennen. Mann! Das Ding war gerade ein bisschen nervig. Ich habe starren Schaden. Na gut, das geht ja noch. Oh, da liegt was drinne. Russischer Eier. Wie lange die Wuschel schon liegen? Eine Zigarre. Wenigstens rauchen kann man noch. Stimpack, aufbereitetes Wasser. Heilungsmöglichkeiten sind da. Ein Koffer. Ja, cool. Haarklammer Kochmütze.
Glück plus 1. Steve ist die Cockpits eigentlich ideal, ne? Steve, unser Meisterkoch. Und ja, ich sag bewusst Steve, weil der Charakter ist halt an Steve angelehnt. Deswegen ist Steven quasi unser Charakter. Aber wie gesagt, erstes Open World. Erstes Open World Game, was ich jetzt playe. Assassin's Creed Mirage war jetzt nicht so Open World, wie ich es vielleicht gedacht hatte. Aber hier, wie gesagt, wir haben so viele Möglichkeiten. Uns liegt die komplette Welt, komplett Concord offen. Da können wir uns erstmal mit vielen Sachen beschäftigen, dahin gucken, dort gucken und viel mehr. Aber ich kann gerade gucken, wir haben ja die Schatzkassette gehört. Pistole. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ach ja, Familie. So. Wir haben ein Safe, wir haben ein Terminal. Ich werde aber erst den Safe knacken. Oder auch nicht. Was jetzt da? Dankeschön. Patronen, Patronen, Patronen. So, und jetzt können wir den Terminal hacken und kriegen mit Doppelerfahrungspunkte. So, dieses Spiel zu erklären würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Wir müssen lediglich, ja, wählen mit Maus ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe selbst, auf dem Bildschirm angezeigt. Wir fangen mal an mit Main. Zugangswert 0 Treffer. Das heißt, es ist kein M, kein A, kein I, kein N. Das heißt, du bist nicht in der Position. Wir könnten Road versuchen. Ein Treffer. Hole könnte sein. Zwei Treffer. Okay, wir haben bis noch einen einzigen Versuch. Deswegen mal ganz kurz die Klammern hier rücksetzen. Dankeschön. Falschen Trag entfernt. Auch gut. Noch mal eine Klammer, die ich hier sehe. Nö, mehr Klammern haben wir nicht. So, also wir haben es mit Hole haben wir zwei. Es könnte auch Boot sein, ne? OE, ne? Bin durch. Ah, aber. Sanctuary Hills. Die Pietro Baker Rosa Glück ist unser Geschäft. Es ist er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Alles klar. Aber ich werde es nicht weiter lesen. Concord, andere Leute, Boston, sonstiges, Malcolm. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht lesen muss. Und nicht lesen will. Vielleicht lese ich die auch mal später mal. Mal gucken. Vermutlich nicht. So. Dann verlassen wir mal das Örtchen.
Wobei, wir sind schon wieder gut, ne? Der Zeit. Ah, wir haben hier rein. Wir haben hier noch ein kleines Gebäude, was wir doch abdecken können. Und hier verkocht ein bisschen langsam. Nichts weiter hier, ne? Hey, Fernseher! Kein Strom. Schade. Können wir geil Fernsehen gucken. Schade eigentlich. Ein Löscher. The Adventures of Captain Cosmos. Co-starring Jingles, the Moon Monkey. Naja. So, Radio mache ich keinen an, weil ich weiß nicht, wie YouTube mit dem mit den Songs hier von Fallout klarkommt. Wobei die Musik aus den Spielen eigentlich sehr schön ist. Ich mag die. Gut. Dann verlassen wir jetzt Sanctuary Hills. Okay, dort schwimmt was durch die Gegend. Und was haben wir hier? Ein Raider, Patrone Stimpack, Patrone Gamma Outfit. Und ein Hund. Ja, ich will nicht. Ich habe ja was bekommen. Wo ist denn das? Gamma Outfit. Keine Strahlung, dafür Rüstung und so und. Naja. Was habe ich generell für Waffen mittlerweile? Ich habe viel Rüstungen, ne? Bei dem 35er machen wir weniger Schaden. Bald ich meine Pistole mit. 184 Schuss. Ist ganz gut. Mal nachladen. Weil wir ja auch nicht unbewaffnet hochgehen. Oben liegt was. Hier liegt ein Seesack. Schurpatrone und nochmal Munition. Na, großer wie jetzt. Ja, es regnet ja auch noch. Ekelhaft. Gefüttert sogar noch ganz sogar. Ah, Red Rocket Station. Da ist ein Hund. Boah, 1,13. Ich grüße den Hund. Hallo. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Eigentümer. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? No. Okay, lass uns zusammenbleiben. Schau deinen Hund an und drücke E, um ihm Befehle zu erteilen. Hey, warte da. Lass uns reden, Kumpel. Wie geht's dir, Kumpel? Kannst du irgendwelche Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Er macht Männchen. Ja, Männchen. Tja. Dann sind wir wohl auf den Hund gekommen. Und eine Red Rocket Station. So schön ich klassische Musik auch höre und gerne höre. Nein. Werkstatt durchsuchen. Haben wir noch was hier? Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit links und rechts zwischen den Optionen mit hoch, wählst das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn du das ausgewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte können aus Komponenten hergestellt, werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus der Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder Inventar der Werkstatt befinden. Ja, wir könnten es quasi hier in dem Radius des grünen Gebiets quasi Sachen bauen, zum Beispiel Häuser aus Holz, Strukturen aus Metall, Beton, Lagerhäuser, die erst später mit DLCs dazu kamen. Ah,
Heilige Scheiße, und streck neben mir, Kollege. Er wollte sich wehren. Heilige Scheiße. Gut, ihr habt mich gerade ein bisschen sehr überrascht. Hässliche kleine Viecher. Mit euch habe ich noch überhaupt gar nicht gerechnet. Ich weiß, ihr existiert hier, aber... Ich war doch gerade noch hier am Bauvideo erklären. Also, auf jeden Fall können wir ja welche Strukturen bauen, ne? Sowas wie Fertighäuser, Gerüste und alles drum dran. Also, wir haben hier ein sehr großes Bauset. Wir können hier Möbel bauen, Dekorationen von Figuren, World bewohnen, Looker World, alles Mögliche. Dazu kommen wir aber später noch hinzu. Raider, Käfige, Arenen. Große Käfige, Kochherd, Kochstation, Laborstation, Powerrüstung. Wir können so viel machen, das aber erst später. Gut, ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt hier und in der nächsten Folge gucken wir uns hier ein bisschen um. Hey, komm schon. Und wir lassen den Hundbart zu uns folgen. Kann ich schon auch jetzt irgendwie. Geh dorthin. Position dorthin. Kann ich das irgendwie. Ja, entfernen? Ja, oder auch nicht. Ah, jetzt. Mit Tab, einfach mit Tab, okay. So, Hundi ist jetzt wieder auf Patrouille. Und in der nächsten Folge gucken wir uns ein bisschen in der Red Rocket Station um. Wir gehen unser Concorde. Und ja, ich sage danke fürs dabei sein und man hört und sieht sich in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Löhnchen.